willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in unserem Nostalgie-Projekt auf der Oberes Glantal. Immer noch Version 1, obwohl die 1.1 schon draußen ist, aber wir haben noch nicht geupdatet, weil wir da mal eure Erfahrungen kurz hören wollen. Mit dem Manu, mit dem Füsi, mit dem Domme und der Michael ist da wieder dabei. Hallo. Morgen. Der Michael, da tut ihr schon die Ballen ein, gell? Ja, es gibt eine neue Map. Version, die 1.1 von der vom oberen Glantal. Die haben wir aber noch nicht drauf. Falls das obere Glantal einer von euch spielt, dann schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr einen neuen Spielstand anfangen musstet, wo ihr geupdatet habt. Weil ich habe gesehen, dass da Hofveränderungen gemacht wurden. Also auf dem Hof quasi sind, der ist vergrößert worden und solche Sachen und neu platziert und bla. Und ob man ein neues Savegame braucht, das wäre wirklich wichtig. Oder ob man mit dem alten weitermachen kann. Weil wenn wir ein neues Savegame brauchen, ist das hier ein bisschen schlecht. Für uns. Weil es wurden auch ein paar Trigger neu hinzugefügt, wie zum Beispiel der Wassertrigger, Milchverkaufstrigger und solche Sachen eben. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Na? Das wäre wunderbar. Ja. Frage. Hattet ihr gestern bei der Aufnahme auch Probleme mit euren Traktoren, Start, Stopp und so? Ja. Ich musste ständig aussteigen, weil nichts mehr ging und wenn ich dann aussteige und wieder einstieg, konnte ich wieder an- und ausschalten, wieder hinten das Anbaugerät heben, senken. Ja, das hatte ich mit dem Blasher. Ich denke, was ist das hier für ein Scheiß? Du musst jedes Mal aussteigen, einsteigen, dann mit dir wechseln und dann hat das wieder hochgefahren. Ja, das hatte ich auch, ja. 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 Eine Woche her, ihr Bobo. Bitte? Eine Woche her. Ja, ja. So, wie gesagt, auch neue Aufnahmesession. Wir haben es immer wieder Sonntag. Heute mitten in der Nacht. Ohne Scheiß, ey, unküssliche Uhrzeit, ey. Nur wegen mir? Nee. Nicht? Nee. Ich dachte, dann bin ich ja beruhigt. Komm schon, du Drecksballen. Manu! Sind aber auch Akku, die Ballen, ey, ohne Scheiß. Ja, da kann man einen schon mal die Worte ausgleiten, wenn man so mit diesen Ballen da zu tun hat, diesen Rüpeln. So, wir haben schon dreimal Wolle, also zweieinhalb Mal Wolle. Haben wir einen kleinen Platz vor dem Anhänger? Eigentlich am Start. Noch eine Laterne, die Kollision hat am Start. Warte mal, einen kleinen Platz vor dem Anhänger, hatten wir sowas, wo wir die Wolle mal draufballern können? Das Thema hatten wir letztes Mal, da hatten wir keinen. Du kannst den Dings zum Plattformanhänger machen, diesen kleinen Strautmann, glaube ich. Haben wir den? Nee, noch nicht. Ja, deswegen. So, wir haben aber neue Mods drauf. Und zwar, wir gucken mal ganz kurz bei LKWs rein. Da haben wir den Abschlepper drauf. Der ist ziemlich cool, wie ich finde eigentlich. Den können wir mal ausprobieren. Der kostet auch nur 5.400. Ich finde den zum Transport von langsamen Traktoren oder irgendwelchen Geräten eigentlich ganz gut. Weißt du? Und dann haben wir bei Kompakttraktoren einen sehr coolen Traktor drauf, den hat Randy auf Kornhack vorgestellt, und zwar den Güldner. Das Teil ist wirklich, also, absolute Sahne. Also der ist wirklich richtig Sahne. Der könnte bei Kornhack gerne mal vorbeigucken, Randy hat ihn dort vorgestellt. Ist wirklich ein Träumchen, und wir hatten noch einen Dings drauf, und zwar den, genau, den Pace International, der ist überarbeitet worden, ist eine neue Version drauf, da gibt es jetzt ja auch mittlerweile ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr den konfigurieren könnt, da ist noch einiges mehr dazu gekommen, es ist ein neuer Ausdruck ist dazu gekommen, mit Luftfilter und so weiter und so fort. Motorausführung geht bis ja, 145 PS, ein Frontlader zum Anbauen, einmal die Steuerkonsole, einmal eine Hauerkonsole. Und wir haben eben 8 Zubehörsets dabei. Und ich glaube, an dem Sound wurde auch nochmal was gemacht. Wir können Frontgewicht dran machen oder eben die 3-Punkt-Aufnahme. Ja, super Teil. Super, super Teil. Muss mal ganz kurz gucken. Haben wir einen Traktor, der... Also, ich muss mal blöd fragen. Diesen Ursus C360. Dieser bunte? Ja, oder der Belarus. Also das sind so zwei Traktoren, von denen könnte ich mich auch wieder trennen. Aber der Ursus, der kracht halt so schön, wenn man mitfährt. Echt? Ja, und der Belarus ist relativ schnell.
Belarus, Moment. Der fährt 47, glaube ich, oder so. 42, ja. Oh, 42. Naja, sonst tu halt einfach beiden weg. Naja, ich hätte die 9 gern mal getestet, aber. Ja, dann tu den bunten weg. Den benutzt ja auch keiner irgendwie. Und der hat wirklich einen geilen Sound, Alter. Ja, ich sag ja, der klingt, als hättest du eine Box Schrauben in den Zylinder geschüttet. Naja, komm, egal. Ich meine, wie gesagt, wenn wir Geld brauchen, verkaufen wir halt wieder ein und gut ist, aber der hier ist wirklich geil. Das muss man uns einfach mal gönnen, Leute. Man muss sich einfach mal gönnen. Oder du fährst mit dem Ursus zum Händler und lässt ihn da stehen, dass man dann, wenn man mit dem Tieflader ein Anbaugerät abholt, das mit dem Ursus aufladen kann da. Ach so, ja, das können wir auch machen. Die Ballen hier auf dem Feld, die stören beim Grubben. Beim Düngen. So, jetzt war wie eine Lawine beim Essen, sie stört. Ja. Warum sehen wir eigentlich Sonnenblumen an? Was braucht man das? Geld. Okay. Ja, Hotelcom. Gamescom. Habe ich das Hotel fertig gebucht, ne? Hast du meins mitbebucht? Ich hab ein Doppelzimmer, wenn du willst. Oh, nice. Gerne. Ne, muss man das jetzt schon buchen, oder was? Was ist denn jetzt? Naja. Ich war da noch nie. Kannst ja mal versuchen, so einen Monat oder eine Woche vorher zu buchen. Ja, dann muss ich da wohl auch mal gucken. Die Tage. Also was heißt gebucht? Wir machen das immer so, dass er direkt weiß, ja, nächstes Jahr sind die Jungs wieder hier, aber eben die Bestätigung nochmal, ich habe angerufen, hey, wie sieht es aus, sind wir noch frei? Ja, sie stehen hier noch, ist nicht so, alles klar. Was kostet das? Keine Ahnung, ja. Ach, das ist das Problem der Reichen, die wissen immer gar nicht, was sie bezahlen. Nee, ich glaube 80 Euro die Nacht. 80 Euro die Nacht, ja, und wir bleiben, also Samstag bin ich nicht da. Fahr Freitag wieder weg. Ja auch. Aber groß und ganzen knapp 300 ein paar gequetscht irgendwie sowas. Okay, ja, das geht ja. Der Fan, der Alter ist ja geil. Oh, sag mal, da. Also okay. Wir gucken, dass wir die NU-Leute irgendwie bei uns noch mit unterkriegen. Hier das eine Hotel, wo ich das erste Jahr war, Tino. Ach, bei euch ist nichts mehr frei, oder was? Wir werden das komplette Hotel. Nein, Mann, aber dass das vielleicht so liegt, dass es da relativ frühzeitig ausgebucht ist, weiß ich ja nicht. In der Nähe meinst du? Ja. Wie gesagt, mal das Hotel schicken. Ja, kannst du mir mal bitte schicken, ja. Und deine Zimmernummer, dass ich möglichst nah bin, dass nachts die Wege nicht so weit sind, weißt du nicht. Das Hotel ist nicht mehr frei, das war ernst gemeint, dass wir das ganze Hotel haben. Ach so. Ja, wirklich jetzt. Okay. Das ist kein Scheiß, ja. Ah ja, macht ja nichts. Das hat nur, keine Ahnung, das ist so eine kleinere Pension. Jetzt glaube ich, was weiß ich, 10 Zimmer oder so und die haben wir alle von Travelcom. Ah ja, gut, okay, passt. So, du, düsen wir mal zurück. Freunde, ich komme gerade vom Drödelmarkt. Was denn da geholt? Ich hab neue Errungenschaft gemacht. Wollt ihr euch mal angucken? Jo, ich komm gleich hoch. Bin eh gerade fertig. So, die Ballen müssen auf jeden Fall noch vom Feld. Ja, ich habe jetzt fertig gesät. Das ist jetzt endlich mal fertig, das Feld hier unten. Wir haben hier so einen schönen Aufgang gemacht. Jetzt wird das hier voll geparkt mit. Was ist das hier? Die müssen abgeladen werden. Saatgut und Dünger, glaube ich. Die müssen abgeladen werden. Ich weiß auch nicht, warum die Big Packs nicht funktionieren, warum man die nicht kaufen konnte das letzte Mal, vielleicht geht's ja jetzt wieder. Ach, die Leute, ihr habt ja so oft danach geschrien, ich bin aber mit dem Lenkrad, ich bin aber mit dem Lenkrad.
Ich hatte keinen USB-Platz im Fall, aber ich habe mir jetzt eine USB-Karten-Erweiterungs-Ding geholt zum Einbauen. Das werde ich am Dienstag machen und dann versuche ich es nochmal mit dem Lenkrad. Oh, hier komme ich doch nie im Leben durch. Nö. Na toll, wir hatten hier die scheiß Werkstatt so hingesetzt. Keine Ahnung. Ob der weiß. Oh, ist das schön. Oh, Tino, ey. Tino! Ja. Aber schnell zum Hof, Alter. Ja, ich bin ja schon da. Wo bist du? Wo bist du? Ich fahr gerade unten rein. Boah, komm schnell her, Alter. Ah, da kommt er. Schnell. So, hier, guck mal, Jungs, was ich auf dem Trödelmarkt gekauft hab. War ein Komplett-Set. Ich steck mal aus. Machen wir mal, was da hinten drauf ist. Ja, der glänzt ja wie neu. Neu, der ist ganz neu restauriert und lackiert. Jetzt komm mal mit. Ja, warte doch mal, ich muss die Spango da was lösen. Ja, was willst du denn? Ich muss dir was zeigen. Ja, was denn? Ich will das geile Ding ab. Ich kenne unseren Pflanzenschutz. Nein, hier, aber der schöne Deutsch, du Spango. Wo ist hier ein Deutsch? Ich sehe kein Deutsch. So, kannst du mal die Spango bitte abmachen? Geil. Und mal den LKW aus, bitte. Ui, was ein Ding, ey. Jetzt hört man genau hin. Der schaltet. Nice. Das ist geil, oder? Das Ding ist wirklich Premium. Den benutze nur ich. Nein, Spaß. So. Das ist der Hammer, ey. Ich finde den klasse. Der hat sogar diese animierte Zapfwelle hier, ey. Das ist der absolute Shit, Alter. Oder Antriebswelle ist das ja. Ja, pack den mal bitte auch ein. Was, der rote? Der rote, ja, ja. Glaubst du den auch viel schöner, nur so wie er da steht? Ja, ja, genau. Fahren wir den Hang runter drunter, überschlag dich nicht. Aus Versehen. So, warte mal, ich wollte jetzt hier noch die Paletten abladen. Oh, Sau, der ist ein bisschen tiefer gelegt, unser Anhänger hier. Das Zeug muss runter. War da irgendwo. Ach so, wir haben noch ein paar Mods drauf. Wir hatten noch ein Dings. Düngerstreuer. Düngerstreuer. Übrigens, das Modpack gibt's unten. Auf der Homepage ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr euch das gönnen. Genau, hier den Düngerstreuer haben wir drauf. Da hat auch wieder keinen Kalk. Ich krieg hier nochmal einen dicken Büscher, ey. Oh ja, stimmt. Ach scheiße. Scheiß an die Wand an. Wir kriegen einfach keinen Kalkstreuer. Das ist zum Heulen. Und muss der Manuel ran. So, was waren noch? War da noch irgendwas? Warte mal, es waren noch 5 neue Mods. In Dings war es noch. Warte mal, war es ein Wender? Den Wender war es nicht. Ein Schwader war es noch, genau. Den haben wir noch drauf. War es noch gewesen? Ach, der Rasenmäher, der 303er. Oh, das ist eine Seemaschine. Der Selbstfahrer, Mähtechnik, genau, der E303. Hilo, was soll ich ansehen? Sojabohne oder was? Wo denn da? Auf das andere Feld. Wo die Ballen gerade weg sind. Ja. Auf die 13? Ja. Ist eine gute Frage. Müsst vielleicht erstmal das Unkraut bekämpfen. Wo soll ich jetzt mein Gesät? Nee, weil das kommt sofort wieder. Soll ich mein Gesät das? Weil wenn du ansehst, kommt das sofort wieder. Soll ich Feld 20 direkt düngen nach dem Sehen? Ja. Da ist Dünger dran. Das war der Dünger. Okay. Der Pflanzenschutz. Sag uns, was ich da ansehen soll. Danke, ja, doch. Weiß ich da nicht. Warte mal, was haben wir bis jetzt da angesehen auf den Feldern? Sonnenblumen. Oh, ich hab zu früh eingelenkt. Jo. Sonnenblumen und auf der 14, was haben wir da? Ist der überhaupt was angesehen? Halt. Ja, das ist super Erntereif. Oh. Dann die 13, warte. Oh, mach mal Sojabohnen. Oh. Mach mal Sojabohnen, das gibt richtig Cash in die Dash. Unkrautspritzen müssen wir ja auch. Kann die Soja? Ich kann Soja. Kann die anderen zwei Soja? Kann ich ja nicht sagen. Ja, aber das kriege ich ja gerade. Ich suche nur den W50. Wer hat denn den schon wieder weg? Was denn?
ich kann mal Unkraut vernichten, ja? Ach, das ist schon die Sonnenblume, die hier steht, krass. Wächst aber schnell. So. Hat einer Zeit gerade? Nö. Was machst du, Michael? Du machst noch Fallen, ne? Was macht Domme? Auf welchem Liegestuhl liegst du gerade wieder, Domme? Ich gruppe schon, seitdem du redest. Und die Mods gezeigt hast und geshoppt hast. Ja. Upsala, ist dir ein bisschen Unkrautvernichtungsmittel in die Kabine gesprüht aus Versehen? War keine Absicht. Nein, nein. Also du machst das, was Freezy schon gemacht hat. Ja, das passt ja. Nicht, dass wir es doppelt machen. Unkraut sprühen? Das hat nur Freezy gemacht, gedüngt. Ja. Ja. Okay, ja, mach du mal ja, etwas. Ja, ein bisschen aufmerksamer bei der Arbeit, denke ich, dann würde das auch besser klappen. Ja, aber dass du was arbeitest, also, ist mir gar nicht gewohnt von weißt dir. Weißt du bist sowieso schon ein sehr guter Mitarbeiter, der sehr viel weiß, aber ich sag mal, da hast du noch kleine Schwächen und Defizite, die kriegst du aber auch noch ausgemerzt, denke ich. Das kriegt man hin. Da ist noch nichts verloren. Nee. Ja, also mit ein bisschen mehr Monster passt das schon. Ja, du bist lernfähig. Gemeinsam kriegen wir die Kuh vom Eis, Dumme, da brauchst du auch keine Sorgen haben. Ja. Gemeinsam sind wir stark. So, na gut, meine lieben Freunde, wir sind aber erstmal wieder fertig. Lass das Däumchen da, schaut bei den anderen vorbei, ist in der Videobeschreibung. Wir sind erstmal raus, bis dahin. Tschüss! Ciao!